YouTube und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Heute mal wieder mit einem ganz kurzen Video. Und zwar wisst ihr ja, dass ich so einen kleinen Hang zur Produkt- bzw. still Life fotografie habe. Und ich hatte heute irgendwie richtig Lust zu fotografieren und habe die ganze Zeit überlegt, Mensch, was könntest du machen? Und viele von euch haben mich gefragt: Hey, können wir nicht mal wieder so Alltagsgegenstände fotografieren? Können wir nicht irgendwas nehmen, was wir sowieso zu Hause haben und es richtig cool darstellen? Und da bin ich über den Apfel gestolpert quasi. Ich wollte gerade einen Apfel essen und habe mir überlegt: Hey, cool, da könnte man noch eigentlich ein cooles Bild vormachen. machen. Relativ einfacher Aufbau, relativ einfaches Setup und deswegen dachte ich mir, ist das genau das Richtige für einen Freitag für jeden, der jetzt noch Bock hat zum Fotografieren, das nachzumachen. Wen das Thema interessiert, der bleibt jetzt dran. Ich erkläre euch ganz schnell, wie es geht und was ihr dafür alles benötigt. Okay, um ihn hier soll es heute gehen, um den Apfel. Und zwar möchte ich ganz gerne einfach mal wieder so ein cooles, schlichtes Bild machen, wo aber der Betrachter trotzdem dran hängen bleibt. Und da habe ich jetzt überlegt, so wie stellt man einen Apfel cool dar? Da haben wir natürlich die Möglichkeit, mit den Farben zu spielen. Roter Apfel zwischen grünen Äpfeln zum Beispiel ist natürlich so ein Kontrastspiel, was man machen kann. Oder wir spielen einfach mal wieder ein bisschen mit dem Licht. Und zwar zeigen wir nur einen Teil des Apfels und den anderen Teil lassen wir einfach mal im Dunkel verschwinden, sodass der Betrachter sich seinen Teil dazu denken kann. Was brauchen wir dafür? Ich habe hier hinten einfach eine schwarze Pappe einmal für euch aufgestellt. 60 Cent kriegt ihr überall im Bastelgeschäft zu kaufen. Dann haben wir hier oben einen Yongnur-Blitz. Blitzauslöser auf der Kamera und eine Kamera mit einem 24 70 drauf. Das kann also wirklich euer Kit-Objektiv sein. Für das Setup hier braucht ihr wirklich kein besonderes Equipment. Ihr könntet den Blitz sogar gegen eine Dauerlichtlampe ersetzen. Also hier habt ihr wirklich alle Möglichkeiten. Ähm, solltet ihr auch nicht so einen Trichter wie ich hier vorne drauf haben, auch kein Problem. Bastelt euch einfach ein. Und zwar habe ich das auch gemacht am Anfang, als ich mir noch keinen gekauft habe. Wobei die Dinger auch super günstig sind, ich verlinke unten da drauf. Ähm, habe ich mir einfach ein bisschen Aluminiumpapier genommen. Ich knister da mal kurz ein bisschen rum. Das einfach hier vorne zum Trichter gemacht. Das hier vorne vor meinen Blitz gemacht. Und dann könnt ihr auch damit euch eine Trichterform als Blitz kreieren. Oder ich verlinke euch jetzt hier oben mal auf meinen Makroblitz, den ich gebaut habe mit dem Aufsteckblitz. Der würde natürlich auch genauso funktionieren. Gut. Und ansonsten Apfel einmal positioniert hier auf unserer schwarzen Fläche. Ich bin auf 70 mm gegangen, habe hier eine Blende von 11, ich möchte möglichst viel Tiefenschärfe in meinem Bild haben, außerdem möchte ich das Umgebungslicht, das Restliche hier noch eliminieren und dann habe ich meinen Fernauslöser drauf gemacht. Leistung vom Blitz ist sehr, sehr gering, wir haben hier eine Leistung von 1,64 und der Abstand ist relativ kurz, weil wir wollen ja mit dem Licht spielen. Und das Licht verliert nach unten hin natürlich seine Wirkung, wenn wir das von oben rauf bringen. Und das, diesen Effekt wollen wir uns zunutze machen, dass nur der obere Teil des Apfels schön ausgeleuchtet ist und wir nach unten hin dann ins Schwarze auslaufen lassen. Anschließend fand ich das immer noch ein bisschen langweilig, das Bild, und habe einfach noch mit meinem Pumpzerstäuber ein paar Wassertropfen oben auf den Apfel drauf gemacht, um da einfach noch ein bisschen mehr ja, Pep in das Bild reinzubringen. Und. Das Bild ist im Endeffekt schon fertig. Am PC zeige ich noch mal ganz schnell die Nachbearbeitung. Die war auch in zwei Minuten schon erledigt. So, wir sind eben umgezogen an meinen PC. Ich zeige euch noch mal ganz schnell, wie die Nachbearbeitung funktioniert. Als allererstes passen wir uns ein bisschen die Belichtung an. Die Belichtung geht ein ganz bisschen nach unten. Und was ich gleich mache, ist mir einen Verlauf von unten nach oben reinziehen und diesen abdunkeln. Alle anderen Werte setze ich auf 0 zurück im Verlauf. Und dunkel mir das jetzt so lange ab, bis ich hier unten diese Schatten komplett verliere. Kann ich mir noch ein bisschen höher ziehen. So. Einmal mit Enter bestätigt. Und das Grundgerüst für unser Bild steht im Endeffekt schon. Anschließend werde ich es mir gleich mal in ein anderes Format bringen. Das Ganze soll später mal auf Instagram landen. Daher nehme ich ein Format von 1 zu 1. Kroppe die Seite ein bisschen ran. Setze mir den Apfel in dem Falle zwei Drittel, ein Drittel ungefähr, dass es hier unten anfängt in der Dunkelheit zu verschwinden und setze ihn relativ mittig, das Ganze noch ein bisschen gerade ausgerichtet und einmal mit OK bestätigt. Ich finde, der kann noch ein bisschen weiter hoch. So, ja, so gefällt mir das Ganze schon ganz gut. Was habe ich dann noch gemacht? Ich habe es noch ein bisschen ins Wärmere reingezogen. Den Weißabgleich. Dann habe ich die Lichter ein bisschen runtergezogen, nicht zu weit. Die Tiefen ein bisschen aufgehellt. Dann wollte ich ein bisschen mehr Klarheit in dem Bild drin haben. Ein bisschen Dunst entfernen. Die Dynamik geht etwas nach oben. Ich möchte es ein bisschen farbiger haben. Leichte S-Kurve reingezogen, um noch ein bisschen mehr den Kontrast zu steigern. Die Sättigung vom Rot geht hoch auf plus 20, die Luminanz erhöhe ich auch auf plus 20 und schärfe das ganze Bild noch nach plus 60, geringer Radius. Fertig. Okay, das soll es jetzt auch schon gewesen sein. Ihr seht also, mit nur ein paar Klicks ist die Nachbearbeitung auch erledigt. Zum Fotografieren brauchen wir nur im Endeffekt unsere Kamera mit einem Blitz und dann kann es auch schon losgehen. Alle Produkte, wie gesagt, unten in der Videobeschreibung verlinkt. Wer da vorbeischauen möchte, würde ich mich wahnsinnig drüber freuen. Ansonsten teilt gerne die Bildergebnisse mit mir auf Instagram und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video schon wieder. Bis dahin, ciao.